Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es ja um ein Konzept, das BMW jetzt vorgestellt hat. Und zwar BMW hat jetzt so mal bekannt gegeben, was so in Zukunft an Fahrzeugen bzw. was sie sich da so ausdenken, was Elektrofahrzeuge betrifft. Und da werden allen voran eben drei verschiedene Motorisierungen sozusagen genannt. Da haben sie sich allerdings noch nicht so richtig festgelegt. Also es soll wohl drei verschiedene Motoren geben, also Elektromotoren. Und es soll vor allem, und das ist eben jetzt das Interessante, drei verschiedene Batteriegrößen geben, wobei jetzt auch noch nicht gesagt ist, ob jetzt jede Batteriegröße in jedem Fahrzeug zur Verfügung stehen wird. Aber zumindest haben sie mal so drei Batteriegrößen in den Raum geworfen, die sich ziemlich gut anhören. Also ich denke, damit kann man leben, dass man sagt, okay, bei der Kauf des Fahrzeugs kann ich also auswählen. Oder je nach Typ vom Fahrzeug, je nach Größe, gibt es ja verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Maximal gibt es also drei Batteriegrößen. Das macht durchaus Sinn. Ne? Je nachdem wird halt das Fahrzeug dann ein bisschen teurer. Die Batteriegrößen wären dann einmal 60 Kilowattstunden als kleinste Größe. Das ist auf alle Fälle ordentlich. Das ist einwandfrei. Sie geben an, nach dem neuen WLTP-Standard wären das 450 Kilometer an Reichweite. Die zweite Größe wäre dann 90 Kilowattstunden, was dann eine WLTP-Reichweite von 550 Kilometern entspräche. Und die dritte und größte Variante, das wäre dann eben 120 Kilowattstunden, wobei die jetzt nicht 900 Kilometer WLTP dann angeben, sondern halt 700 Kilometer. Ja, ist ein bisschen schwerer vielleicht und also auf alle Fälle, das ist schon mal ziemlich gut, also die Optionen da mit anzubieten, sind auch realistische Größen. Da kann sich dann jeder aussuchen, ja, was braucht er jetzt? Ist er eher im urbanen Umfeld unterwegs? Dann genügen vielleicht die 60 Kilowattstunden. Macht er mehr Fernfahrten oder ist mehr unterwegs? Dann sind vielleicht die 120 Kilowattstunden interessanter. Und für Leute, die mal so zwischen zwei Städten pendeln, vielleicht die 90er dann. Ne? Muss man dann schauen, wie sich das dann preislich ausgeht. Was auch interessant ist, ist, dass sie wohl jetzt auch gesagt haben, okay, auch der Plug-in-Hybrid soll eine größere Batterie kriegen. Ob Sinn oder Unsinn, Plug-in-Hybrid will ich jetzt mal hier nicht diskutieren. Der soll wohl eine Batterie kriegen, die also von der Größe her eine WLTP-Reichweite von 100 Kilometern halt eben hat. Ne? Das heißt, momentan sind wir gleich bei 40 oder so Nefts. Und das soll also dann tatsächlich 100 Kilometer werden. Ist auf alle Fälle mal nicht schlecht. Ne? Besser als vorher. Nur weil die Frage halt natürlich ist mit so einer großen Batterie, ob das dann einfach, ja, ob das dann Sinn macht oder nicht, wie auch immer. Aber ich denke, so könnte man sich das also vorstellen in Zukunft dann natürlich auch bei anderen Herstellern, denn ja, verschiedene Batteriegrößen werden dann einfach das in der Zukunft dann ausmachen. Jetzt im Moment haben wir halt, ja, verschiedene Motorengrößen kann ich auswählen. Das wird es wahrscheinlich dann nicht geben. Diese drei Motoren werden dann wahrscheinlich auf die Systeme ausgebreitet, kann man nicht vorstellen. Oder vielleicht gibt man dann bloß per Software halt dann auch, wenn man eine größere Batterie hat, wird dann halt vielleicht mehr Leistung per Software freigegeben. Das kann ich mir schon vorstellen, macht der Tesla jetzt auch zum Beispiel. Aber im Prinzip werden es wahrscheinlich pro Fahrzeugtyp dann immer derselbe Motor sein, nur halt eben mit mehr oder weniger Leistung, die also dann zur Verfügung steht. Na klar, wenn eine größere Batterie da ist, dann kann ich auch mehr Leistung aus der Batterie rausziehen, weil logisch, ne? Eine große Batterie kann ich also besser belasten als wie eine kleine. Ja, und dann
dann wird wahrscheinlich halt dann eben, ja, da halt dann Abstufungen geben, wird es halt dann Aufpreis geben. Das Basismodell hat er dann 60 Kilowattstunden und die Premium-Modelle gehen halt dann eben rauf oder halt dann gegen Aufpreis kann man dann halt dann, so wie es halt bisher mit einem größeren Motor halt eben verbunden war, dass man dann halt einfach da dann ein Modell mit größerer Batterie dann gibt. Was keine Aussage war, ist, ob das dann ja interchangeable ist, also ob man dann sozusagen, wenn man jetzt ein Fahrzeug mit einer kleinen Batterie hat, ob man dann auch das umbauen kann in eine große, keine Ahnung, ne? Das wird man sehen, ob das halt möglich ist oder ob das dann halt irgendwie anders ist. Ich sage jetzt mal, der Hersteller wird wahrscheinlich da so wenig klein-klein oder kleinteilig das machen. Vielleicht ist dann sogar ein Upgrade möglich. Ne? Tja, müssen wir mal gucken. Ne? Aha, die Feuerwehr. Das heißt, es wird jetzt also ein bisschen länger rot sein. Ja, ja, ist auf alle Fälle mal eine Option. Ich würde sagen, da werden wahrscheinlich andere Hersteller auch noch mit so einer Funktion oder mit solchen Sachen kommen. Das wird, denke ich mal, so der Trend in Zukunft halt eben sein beim Elektroauto. Du wirst einen Typ haben und dann die Unterkriterien werden dann einfach die Größe der Batterie sein. Ja, das ist einfach das Naheliegendste. Tja. Ja, wie seht ihr das? Ist das ein gangbares Konzept? Zoe hat es ja auch im Moment schon mit der 21er und mit der 40er Batterie. Ist das was in der Zukunft auch man sich vorstellen kann? Vor allem sind die Größen in Ordnung, also 60, 90, 120 Kilowattstunden. Wünsche, Kommentare, Anregungen dazu gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.